Von der geistigen Seite her grüße ich euch herzlich, ihr wundervollen Seelenlichter. Dem Glauben nach wird euch geschehen. Dies ist eine universelle Wahrheit der göttlichen Herrlichkeitskraft. Vor kurzer Zeit erfuhrt ihr bereits eine kolossale Erwachenswelle all jener Menschen, welche bereits auf ihrem Weg des Lichtes hin zu Gott sich befanden. Nun, in der kommenden heiligen Nacht, wird es eine weitere unermesslich stark transformierende Welle des Erwachens geben. Lichtvollstes, liebendes Christusbewusstsein fließt in jene ein, welche bisher ihren Lebensweg ohne Licht wandelten, beherrscht vom Ego, gefangen in der Gier, Machtausübungen, Kontrolle, Geld oder Süchten. All jene, die keinen rechten Glauben mehr in sich hatten, werden plötzlich und überraschend oder auch wie in einer Erkenntnis begreifend wieder ihren Glauben neu entdecken, erleben und erfahren, sogar erfühlen. Der Glaube der Ungläubigen an das Gute, die Liebe, die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben, eine bessere Zukunft, an eine höhere liebevolle Macht, an die göttliche Quelle und die Verbundenheit mit allem, was ist, wird wiedergeboren in göttlicher Liebe in jener heiligen Nacht. So werden in dieser Transformationswelle schlafende Ungläubige in ihrem Glauben erweckt. Auch spirituelle Erlebnisse sind durchaus möglich für diesen so fundamentalen Schritt im Aufstieg der Menschheit in die höhere Schwingung, in die Erweiterung des Bewusstseins. Somit vollbringt sich abermals Heilung in den Menschen. All ihr Pioniere, die ihr bereits auf eurem erhellten Weg seid, werdet eure Fähigkeiten in allen Ebenen erweitern oder intensivieren können. Allen voran das Hellfühlen und Hellsehen. Das Sehen wiederum mit dem dritten Auge, das geistige Sehen, ebenso wie mit den physischen Augen. Auch mit euren physischen Augen werdet ihr mehr und mehr sehen können. Und auch eure Herzen werden weiter Licht und Liebe geflutet, da es noch der weiteren transformierenden Heilung des Männlichen bedarf. So heilt und transformiert auch das Land. Und Heilung wird von Deutschland ausgehen. Europa wird sich wandeln und der Bezug zu den USA ebenso. Es ist das Land nun bereit, seine Russlandpolitik in eine neue Richtung zu bringen. Energetisch ist dies bereits auf ein wohlwollendes, fruchtbares Miteinander ausgerichtet. Doch diesem Prozess schreitet ein weiterer Wandel voran, denn es muss Raum geschaffen werden für jene, die bereitstehen, für das Wohle des Volkes aus erhellter Herzkraft heraus zu agieren. Menschen, welche die alte Ära symbolisieren, werden Platz machen für das neue Wir, die neue Gesellschaft, die lichtvolle Art zu leben. Es braucht nur noch die kritische Masse von Menschen,
die Frieden, Freiheit, Liebe und verantwortungsbewusste Selbstbestimmtheit leben wollen. So habt ihr, geliebte Lichtbringer und Lichtträger, es in eurer Hand. Strahlt eure Vision eines solchen Lebens in der Einheit mit Gott, im Gewahrsein des Einsseins mit allem, was ist, und so mit Gott Mensch zu sein, voller freudvoller Worte hinaus zu den euch umgebenden Menschen. Schwärmt von dieser Vision, begeistert die anderen davon, reißt sie mit eurem göttlichen Feuer der Inspiration und Zuversicht und eurem unerschütterlichen Glauben. Denn eure Worte berühren liebevollst die Herzen der Menschen und sie werden euch folgen. Und so kann es im Bälde sich vollziehen, was ich euch vorher verkündete, da sich eine riesige Welle als Kettenreaktion der energetischen, göttlichen, lichtvollsten Liebeskraft vollbringt. Pioniere des Lichts, schreitet mit der Fackel der Erkenntnis und göttlich handelnden Liebeskraft voran auf neuen Wegen und erhält diesen Weg für andere in dieser außergewöhnlichen heiligen Nacht des liebesströmenden Christusbewusstseins. Es war mir eine Freude, euch dies jetzt verkünden zu können. Ihr werdet unermesslich geliebt. Anio Heber der Tracht.